Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei. Ich wollte gerade One Piece sagen. Nein, das ist kein One Piece. Das hat so ziemlich null mit One Piece zu tun. Ach, damit. Ich hätte doch die Abkürzung benutzen können. Ich Idiot. Ja. Zocken wir noch ein bisschen mit Mario. Was soll's? Hab. Runde da. Bam. Hier ist noch ein Hase, den ich aber später fangen werde. Vielleicht mache ich das in einem Bonusvideo oder sowas. Ich mache 100% des Spiels. Auf jeden Fall. Zählt ihr die Hasen zu den 100% dazu? Ich meine, die mach. Nur eine Sorte von Hasen muss man fangen. Darauf komme ich noch. Das mache ich auf jeden Fall offscreen, weil das sehr nervig und lange dauert und eigentlich nur dasselbe beinhaltet. Also, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Was haben wir denn alles schon? Dam, dam, dam. Big Boost Boy, grüne Giftkorte, Lava Lagune, okay. Den 100-Münzen-Stern hier machen wir später, weil der mit einem anderen Charakter sehr viel einfacher geht. Ja, mehr Gründe brauche ich ja wohl nicht, oder? Also. Und. Los, Mario. Wuhu! Aua. Das war Fail. Fail par excellence und nochmal Fail. Eigentlich hätte man sollen hier Luigi nehmen. Aber ich war es zu faul, ins Zimmer hochzugehen. Na, egal. Das passt schon. Lautstärke-mäßig passt es auch. Und ich hätte beinahe verpasst, da reinzuspringen, vor lauter Reden. Wir drehen uns um. Das haben wir vorhin schon mal aus Versehen gesehen. Ach, wir können hier nicht Mario rennen. Au. Wow. Wir nehmen Luigi. Wir nehmen Luigi. Okay, ich darf halt nicht runterfallen, sonst sind wir tot. Okay, Luigi, du bist meine einzige Hoffnung. Wundert euch nicht, wenn er sich wie Mario anhört, weil wir gerade Mario sind mit Luigi Mütze auf und dann wird man zu der Person. Also, das weiß ja jedes Kind, wenn man eine Mütze aufzieht und so. Dem. Der Witz ist nicht mehr von mir, sondern von wem? Ich habe keine Ahnung. In einem anderen Let's Player. So, wir gehen da hoch. Nämlich das Ding hier bringt uns nicht mehr weiter. Bitte, bitte. Hier. Nach damit. Luigi. So rumschauen, bitte. Danke. So. Ich nehme auf jeden Fall live mit, weil ich mein Skill kenne. Wieso ging der A-Button gerade nicht? Okay. Das macht mir gerade Sorgen. Die Level werden jetzt auch sehr viel schwerer. Und so. Hierüber. Hierüber. Und wir haben's. Wuhu! Die Zeit der einfachen Sterne ist beinahe vorbei. Vielleicht noch ein Level oder so. Nicht speichern, bitte. Das Level haben wir jetzt abgeschlossen, bis auf 100 Münze. Lasst mich kurz nachschauen. Flammende Silbersterne. Okay, doch noch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber auch diese Sterne kann man besser mit einem anderen Charakter holen. Ich möchte eigentlich direkt aus dem Gemälde raus. Ich bringe mich mal kurz um. Geht schneller, als dann wieder von vorne da reinzulaufen. Weil ich nämlich dann direkt aus dem Gemälde geworfen werde. Wir gehen jetzt nämlich in die nächste Welt. Den nächsten Charakter bekommen wir leider erst sehr viel später. Deswegen muss das noch ein bisschen warten. Aber das passt schon. Gehen wir hier rein. In diese Wand, die komisch wabbert. In die Wobbi-Wabba-Wüste, in den Krallen des Riesenvogels. Die Welt habe ich als Kind gehasst. Irgendwie. So. Hi. Ehrlich gesagt, ich finde die späteren Levels von Mario viel besser als die Anfangslevel. Keine Ahnung, wieso. Ich habe jetzt schon von ein paar Let's Playern gehört, die sagen das genau andersrum. Wie findet ihr das? Welches Level ist euer Lieblingslevel aus dem Original und hier, falls ihr da unterschiedliche habt? Wieso nehme ich eigentlich Mario? Luigi. Wenn ich hier mit Mario abkürzen kann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hi, Goomba. Au. Hoch, da. Damit. Kamera. Ah, ah. Geht das überhaupt? Ach, damit. Das ist auch falsch. Ich werde da wohl hochkommen. Schupp, sehr schön.
Nämlich hier erhalten wir ein Item, was uns definitiv hilft beim Riesenvogel. Und ich fliege gerade in die komplett falsche Richtung. Wir wollen nicht in diese schöne Wüste da drüben, sondern hier zu diesem Aasgeier. Hi. So. Hallo? Ich habe dich doch gerade erwischt. Und da hinten ist der Stern. Und dieser Aasgeier wird uns jetzt noch sehr, sehr viele Probleme bereiten. Das kann ich euch sagen. Das ist auch noch ein Stern, aber der kommt später. Ja. So. Juhu. Okay, hier sind vielleicht noch ein paar einfache Sterne. Aua. Mein Rücken. Mein Nacken, besser gesagt. Da hat ganz komisch geknackst. Autsch. Okay. Weiter. Wieder rein. Dam, dadam, dadam, die Spitze der Pyramide. Genau, den Stern haben wir nämlich gerade schon gesehen. Au. Tch, damit. Lauf doch nicht einfach da rein. Autsch. Das wird auch nicht helfen. So, nein. Damit. Das hat mich jetzt deines Kind schon abgefuckt. Ohne Ende. Auch wenn es eigentlich recht einfach ist, da hochzukommen. So. Auch nicht. Come on. Nein, nicht sliden. Ich bin gerade so blöd, da hochzukommen. Wirklich? So, endlich. Wir wollen da hoch. In die Pyramide, wo wir gerade gesehen haben, dass da ein Stern ist. Mal schauen, ob ich es richtig treffe. Hi. Yeah, im Flug. Ja. Wobei, wenn man es vielleicht Frame für Frame auseinandernehmen würde, wäre es wahrscheinlich, dass ich kurz davor gelandet bin, aber egal. So, wieder rein. Machen das Ganze ein bisschen schneller. Entdeckungsreise in die Pyramide. Juhu. Eine sehr coole Mission. Diesmal renne ich nicht direkt rein. Idiot. 3. Das ist das ganze Level noch nicht wirklich gezeigt. Ich flieg mal drüber und zeig's euch, aber wieso sollte man es machen? Es gibt nur eine einzige Mission, wo man eine 2 vielleicht, wo man das Level wirklich erkunden muss. Da unten sind, keine Ahnung, wie die heißen. Man muss auf einem bestimmten Feld stehen, ansonsten wird man zermalmt. Und dieser Geier hier, der hat jetzt nichts mehr Gutes im Schilde. Als ob er vorhin was Gutes im Schilde gehabt hat. Er möchte uns nämlich unsere Mütze stehlen. Und, das ist was ganz komisches, cooles, keine Ahnung. Wenn uns unsere Mütze fehlt, nehmen wir doppelt so viel Schaden. Und müssen diese Mütze wiederfinden. Im selben Level, in dem wir sie verloren haben. Das ist ziemlich heftig. Egal. Inside the Pyramid. Und ich finde es immer cool, wenn jetzt plötzlich hat... Na, es klappt nicht, glaube ich. Au. Können wir hier Trippelsprung machen eventuell? Ich möchte es mal ausprobieren. Come on. Ach, damit. Das muss man können. Angst, als in die Dings zu fliegen. Genau, perfekt. Und dann können wir nämlich direkt hier die Stange springen, die jetzt sein sollte. Danke, Kamera. Zeigst mir hier einen schönen Block, ich weiß. Und jetzt glitscht du durch den Boden. Hallo. Okay. Man kann ja sehr viel abkürzen. Ich möchte nicht zu viel abkürzen, aber hey, wenn es so offensichtlich ist. Außerdem macht es das Spiel ja nur besser, dass man zig Lösungswege hat. Vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber eben auch besser. Ich mag Spiele mit unterschiedlichen Lösungswegen. Und hier muss man sich eigentlich vor dem Ding verstecken. Man kann auch mit einem Triple Jump drüber machen, aber da verstecke ich mich halt mal. Das sind alles so Gegnertypen, die nur einmal drankommen. Finde ich etwas schade. So. Hoch da. So. Hi. Nein. Kriegst mich nicht. Ich gehe mal hier kurz drüber. Come on, Mario. Come on. Come on, schneller. Okay, hopp. Da hoch. Schupp. Ich sehe nichts. Okay. Danke. Ohne Sicht kann ich hier nicht spielen. Das ist schon mal klar.
So. Das ist doof. Au, das war doof. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Au. Huch. Ich werde jetzt nicht bei dir sterben. Sondern ich mache das so. Sicherer ist sicherer, richtig? Ah, damit. Muss rennen bleiben hier. Hoch da. Und ganz oben der Pyramide ist ein Stern. Wuhu, wuhu, wuhu. So. Das auch geschafft. Da-da-da. Weiter. Und wieder rein. Holen wir uns heute noch die 60. Vier Säulen und das Gleichgewicht. Ein kleiner Hinweis, was man hier tun muss. Vier Säulen. Ich schätze mal, wir sollten einfach mal auf alle draufstehen. Au. Ach, damit. Okay. I hate it. Hopp. Immer noch nicht. Boing. Come on. So klappt das nicht. Ja, ihr habt eine Schwachstelle von mir gefunden. Das kann ich auf Teufel verrecken nicht. Obwohl es so einfach ist. Aber was will ich damit? Ach komm. So, danke schön. Gott sei Dank. Zip, zip. Vier Säulen das Gleichgewicht. Ich würde sagen, wir stehen uns einfach mal auf die vier Säulen drauf, ja. Wow. Au. Das ist sehr gefährlich hier drauf. Wenn wir hier runterfliegen, hier gibt es drei Arten von Treibsand. Langsam sinkender, schnell sinkender und sehr schnell sinkender. Also, ja. Vorsicht sei geboten. In den da unten möchte man auf keinen Fall rein. In keinen der Treibsände. Außer den langsam sinkenden, aber der ist nur in der Pyramide. Also ja. So, sehr schön. Und ihr seht nichts. Aber da hat sich etwas auf der Pyramide getan. Nämlich da oben ist es plötzlich offen. Und da können wir rein. Gehen wir doch mal rein. Und jetzt kommt was richtig Cooles. Was richtig Geiles. Ihr werdet es gleich sehen. Wenn ich mich richtig ausjustiere. Da war's. Nein, Quatsch. Da. Hier rein. Wir können nur mit Mario rein, deswegen war es ganz gut, dass ich Mario bin. Hopp. Da geht's nämlich runter. Au. Was ist hier? Okay. Ups. Nein. 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 Das war doof. Damit. Ich renne einfach von der Plattform runter. Wieso auch nicht? Nochmal rein, bitte. Aber wir sind gleich wieder hier. Das ist ganz nett. Ah, die Kamera ist schon richtig justiert. Cool. Wir kommen nämlich gleich zum, darf ich sagen? Zweiten. Los, Mario. Juhu. Rein da. Komm. Ah, nämlich der zweite Bossfight. Zweiter Bossfight? Nein, Quatsch. Zweiter. Vierter Bossfight. Ja, vierter Bossfight. Wir hassen das Licht, Polter. Wir hassen Eindringlinge. Kämpfe Hand in Hand. Ja, Hand. Die gab es in Zelda auch schon öfters mal. Als Endgegner. Was wir hier tun müssen, ist eigentlich einfach. Doch nicht ganz so einfach manchmal. So, immerhin das Auge schlagen. Finde ich cool, dass sie so ein bisschen Zelda-Helm hinten Mario gepackt haben. Das gibt es natürlich beim Original auch schon. Ach, damit. Ja. Bam, 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 bam. Und die versuchen einen jetzt runterzuschieben. Also muss man sehr aufpassen. Damit. Ich möchte nicht runterfliegen. So, eine Hand kaputt. Jetzt wird es erst richtig mies. Das war knapp. What? Was ist passiert? Wir zerfielen wie Steine zu Sand. Du bist stark. Du bist der Herr der Pyramiden für heute. Nimm diesen Powerstern. Wir schlafen in der Umarmung der Dunkelheit. Okay. Wir haben... Ja. Eigentlich war das sogar der erste
schöne, na, der zweite mit dem Bowser-Kampf, aber dass Bowser nur einen Treffer aushält, ist halt auch ein bisschen lame. Naja. Wuhu! Und ich würde sagen, das war's für diese Episode. Falls sie euch gefallen hat, liken. Falls sie euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten Kommentare, Wünsche, Anregungen, sonst irgendwas in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.